Moin Leute, herzlich willkommen zum 12. Part von Pokémon Feuerrot. Lasst eine Bewertung da und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß. Daniel! Ja? Bist du bereit, Mauzi abzuholen und vor allem dir das anzugucken? Wow, danke, dass du so viel Zeit reingesteckt hast. Manuel war nämlich fleißig. Guckt euch das an, Leute. Hier ist aber einiges passiert. Aber, Leute, es geht jetzt erstmal hier zu dem alten Sack. Ich bin so gespannt. Miau hat sich toll entwickelt. Ja? Es nur 11 Level. 11 Level? Du meintest, das geht richtig ab. Ja, ich habe irgendwie 10 Stunden gelevelt. Bekomme 1200 Schinglings. Nee. Ja, mach, komm. Wie nee? Nee. Hol Miau ab. Ja, aber warum denn? Gute, ja, nee, stimmt, lass die da. Ja, eben. Und Leute, wir können ja jetzt den guten alten Zerschneider. Dementsprechend können wir endlich weitergehen. Ja, lauf schneller, nach oben. Du kleiner. Ja, mach ich. Und jetzt Zerschneider. Ja, Pilzfresse. Sehr gut. Okay, wo müssen wir denn jetzt längs? Nach rechts. Oder? Nach rechts, okay. Du weißt, du meintest. Oh. Ja, ich war auch falsch. Oben und rechts. Okay. Oh Gott, ich bin schon außer Atem. Warst du immer jemand, der viel sprinten konnte? Hier muss ich hoch? In echt jetzt? Ja, ich glaube da rein, oder? Musst du nicht da unten rein? Da, okay. wo Team Rocket war? Okay, ich vertraue dir. Ich schätze mal, wenn du mich anlügst, dann weißt du was. Gibt's Hex-Mex? Tex-Mex. Oh, Tex-Mex ist auch da, lecker. Da rechts. Oh ja, ja. Ja, ich hatte recht. Zerschneider, los! Oder ist da jetzt der Fette? Und ja. Nee. Oh nein. Oh nein. Oh. Aber... Du trägst Pokémon bei dir, lass uns kämpfen. Ich hab keinen Bock. Ich will aber nicht Hilfe. Lass uns ins. Das ist Belästigung. Och, und dann hast die du auch Ingeborg. Noch vier Pokémon. Och Gott. Aber Picknicker, das ist gut. Ingeborg. Weil, los, guck mal. Pilzfresse. Fast ein Level. Roy. Und Blutsauger. Los, Zerschneider. Ich mach aus dir. Pilzfresse. Geht daneben. Ja, klar. Natürlich. Ja. Geht daneben. Nochmal Zerschneider. Mach aus dem Schaschlik. Wow. Lockduft. Was ist das für eine Magie, Mirapla? Der Fluchtwirt singt. Oh nein. Also, tut mir leid, Mirapla. Du bist nicht unbedingt smart. Ja. Sehr gut. Pilzfresse. Level. Jetzt kannst du switchen. Guck dir mal unser Schlacker an. Schlacker? Ja, der ist wirklich unser aber bestes was, Vieh. Kürbistumor. Nee, der kann nichts. Geh mal Schlacker. Nein. Guck dir die Attacken an. Ich nehm den. Der hat übrigens auch eine neue. Was hat denn eine neue Attacke? Ja, eine ja, aber zwei, ich nehm den jetzt, weil dann wird ordentlich verbrannt. Achso. Supnofenser. Da, Flammenwurf. Ah, nee, da war's ja bei. Bim. Zack! Die Leben müssen so schnell weggehen. Ja. Zack, ja, klar, Alter. Klar, alleine wegen dem Level. Oh, stimmt. Jawohl. Ja, ja. Ach, nein. Mirapla. Nein. Ich bleib dabei. Mirapla. Oh, ja, hallo, was ist Mirapla. Mit Schlacker? Ach, wie schön du lächelst. Flammenwurf! Ja. Bist du ein Tierquäler? Hä, das ist eine Pflanze. Ja, die lebt. Was? Was hab ich getan? Das wusste ich nicht. Komm, nein. Switch. Oh. Nein, ich switch nicht. Oh nein, ach, Trophäen. Ingeborg. Ach Mann, Flammenwurf! Was ist das überhaupt für ein Mund? Stimmt. Ach Mann. Ja, das war's, Ingeborg. Hast du auf den Kopf bekommen. Du hast gewonnen. Ja, ach was. 360 ist mir nicht aufgefallen. Pilzfresse! Oh, spürt verwandel die Magie. Verwandel dich! Los, Pilzfresse! Oh, Alter! Wird es etwa ein Parasect? Kann das sein? Oh, ich habe noch nie eine schönere Pilzfresse gesehen. Ist der stark? Ich glaube nicht. Ich weiß auch also, nicht. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Der ist echt... Aber nimm Schlacker. Switch. Ja, ja. Was ist Muluk das? Findet... Aeroas? Aero-S. Nee, mit dir will ich nicht kämpfen. Nein! Oh! Doch, willst du. Ja. Endlich kommt jemand. Mir war richtig langweilig. Ach, komm schon. Digga, ich habe wirklich keine Lust, mit dir zu kämpfen. Ja, wenigstens hast du nur zwei. Der Jens. Ach, Jensi. Mit Mazzolo. Los, Pilzfresse. I. Mach Blutsauger. Oh. Ja.
Ich bin ja schon voll. Ja, eben. Ja, aber trotzdem Volltreffer. Volltreffer. Oh. Oh, oh. Ich habe ein bisschen... Oh, 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 oh. Geowurf, oh, oh. Sind wir tot? Ey, wenn du jetzt Pilzfresse tötest. Nein, okay. Das passiert nicht. Blutsauger, komm, hol's dir. Zurück. Okay, aber ist doch, war das nicht sonderlich effektiv? Egal, dann sind wir wieder voll. Achte. Und? Mann. Hä? Ah, okay. Nicht ansatzweise voll. Nee, leider nicht. Ach komm, dein blöder Geowurf, der kann uns nichts. Ich hab ja gesagt, switch lieber, ne? Willst du nicht hören? Pokémon, ja, okay. Dann... Kürbistumor! Los! Ja! Der kann noch nichts. Doch! Weißt du nämlich was? Flammenwurf! Ist das effektiv? Flammenwurf ist immer effektiv. Oh ja. Batz! Wurde besiegt. Sehr gut. Ja. Onix, oh nein. Was denn? Ja, das legendäre Onix. Ja, ist doch egal. Nee, wir sind tot. Nein. Doch. Nein. Metallklaue, los! Zerschnitzel den! Tot. Ja, tot. Ein Volltreffer von... Ich wusste es. Kürbistumor. Ich war noch nie so stolz auf dich. Ich schon. Ach, Mann. War das etwa eh einsatzbereit? Tschüss. Noch tschüss. Gieß mir eh auf den Keks. Was ist da oben? Wo geht's hier hin? Felstunnel? Nein! Hä? Na, der hat doch... Hey, wer bist du? Deine Pokémon sehen fett aus. Danke. Das sind sie auch. Und das ist mein Freund Menil. Wir beide sind begeisterte Pokémon-Trainer. Ja? Fukano? Oh, oh. Oh, das ist bitter. Ich würde switchen. Hä? Kann sein, dass er... Oh. Ja. Uns tut das ist ein Einsatz für Kürbistumor! Ja! Pilzfresse kommt zurück. Schnüffler? Was macht das? Er kennt uns. Oh, der kennt unsere Videos. Oh, glaubst du, ich bin Metallklaue? Wow. Oh. Was soll das denn? Hä? LOL. Was ja, ist danke. Das denn? Er das. Danke. Schlacker wurde geil. Auserwählt. Der Psy-Strahl, das ist so geil. Und er kann sich heilen. Genesung. Nein. Ey, das. Haha. Schlacker genug. Du weißt nämlich ganz genau, was mein Plan ist. Weiß ich das? Was soll denn das? Ja! Mann, Moped! Oh nein, er ist Pflanze. Ja, ich wechsle ihn doch. Menil ist gerade weg, aber Mega-Hieb. Los! Jetzt können wir uns mal ein bisschen unterhalten, liebe Zuschauer. Ja, ihr seid klasse. Mögt ihr Menil auch? Ich weiß nicht. Oh, Schlacker auch noch. Glumanda, das ultimative Battle. Och, Glumanda, es tut mir leid. Mega-Hieb! Zack, Alter. Ja, das tut mir natürlich leid für dich. Aber ist kein Problem. Schnell und präzise besiegt. Och, Leute, ich vermisse Manuel jetzt schon. Wo ist er nur hin? Tausch mit Pilzfresse. Denn ich glaube, Leute, da passiert heute noch was. Ich stehe jeden Tag früh auf, um meine Pokémon in ihren Kokons zu pflegen. Ja, ich weiß, heißt Kokons. Aber Kokons sind auch lecker. Ich glaube auch irgendwo, da, so Schwalbennester oder so. Die sind... Oh Gott, Bibor! Los, Kürbistumor! Flammenwurf! Armes Bibor. Das ist wirklich mal effektiv. Ach, so ein Opfer. Da bist du ja wieder. Ich hab dich so vermisst, Schlingel. Ja, lol. Ja. Nein. Bibor. Ach, Mann. Ich glaube, bei dir reicht sogar Glut. Ich glaub. Ja, mach's auch ja, nicht. Ja, aber es gibt Flammenwurf! Nee, aber Glut müsste wahrscheinlich auch gehen. Ja, natürlich, Alter. Das ist Level 19. Ja, dankeschön. Tschüss. Ach, Käfersammler Romeo, das war reinste Zeitverschwendung. Ja, das stimmt. Schinglings. Vielen Dank. Ja, aber was ist denn da? Du bist jetzt da umgegangen, so. Um da links zu gehen? Oh, wir können. Du gehst wieder zurück, oder was? Wow. Ja, aber wir gucken, was hier drin ist. Yo. Ja!
LOL, das seltenste Vieh aller Zeiten. Das, Level 17, aber das ist eigentlich ganz nice. Flammenwurf! Sorry, ich muss mich langsam beherrschen. Wir haben nicht mehr so viel Flammenwurf. Ja, schade. Tschüss. Ja, vor allem bei dem. Also, du kannst halt einfach alles machen. Oh. Oh. Er hat ein Level up. Aber was bedeutet das? Kürbistumor entwickelt sich! Wir haben es geschafft. Er wird erwachsen. Minion, hast du einen Anfall? Nee. Da ist es, meine Damen und Herren, Glurak. Jawohl, Kürbistumor, das mächtigste Drachen-Pokémon der Welt. Nee. Was? Flügelschlag? Okay, Mama. Ja. Was verlernen wir denn, Glut? Ich wäre für Glut. Oder? Ich weiß es nicht. Warte mal, wie viel. Was für eine Stärke? 60? Ja, es geht auch um die Effekte. Das da ist Stahl. Das will ich auf keinen Fall loswerden. Ja. Wenn überhaupt Megahieb oder Glut. Ja, Megahieb ist ja nur normal, oder? Obwohl, ja, hat eine normal Stärke ist von aber 80. Auch. Also, wenn wir jetzt. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ich glaube, wir machen Glut weg. Ja. Ja. Das tut zwar irgendwo weh, aber. Ja. Denn wir brauchen Flammenwurf! Eben. Danke. Das wird stark sein. Das glaube ich auch. Aber warte, guck noch mal rein. Was? Guck doch noch einmal rein. Ja, ja. Ach, da war aber Flügelschlag in deren Gesicht. Da wird nichts Gutes drin sein. Oh. Wow. Danke, dass ich da noch mal rein musste. Ja, kein Problem. Flügelschlag! Gegen einen Flug-Pokémon. Ja, klar, reicht. Oh. Das ist natürlich blöd. Weißt du, was ich gerade extrem traurig finde? Ja. Wir beleben deinen Pikachu wieder. Ja. Und du guckst den nicht mal an. Wieso? Was ist mit ihm? Nix, aber der ist halt hochgelevelt. Ja. Da bin ich dir auch sehr dankbar für. Ja, aber warum spielst du nie mit dem? Ja, weil ich gerne mit meinem Glurak spiele. Mit deinem. Ach so. Ach so, du hast keine Chance. Ah, nee, du hast keine Chance gegen meine Käfer-Pokémons. Ich rieche Flammenwurf. Nein. Wir können jetzt wirklich nicht irgendwie 12-mal den gleichen Joke bringen. Das geht einfach nicht. Nicht? Nein. Okay. Wir müssen auch mal irgendwie ein bisschen Niveau hier reinbringen. Flammenwurf! Los! Ja! Boah, das sieht richtig brutal aus. Oh, er ist tot. Das ist wieder überraschend, ne? Das ist wirklich sehr, sehr überraschend. Ach, Mann. Hornliu? Das kenne ich. Bitch. Das schaffst du nicht. Doch. Haben wir noch vier? Nee, kommt der Flügelschlag. Der hat jetzt nur das. Es ist eigentlich egal, was du machst. Ja, glaube ich. Und das ist auch sogar sehr effektiv. Ich verstehe das gar nicht so genau. Nee, ich auch nicht. Blutzuck? Nein. Ich nehme dich. Och, der Arme. Mega. Och. Das finde ich sieht eher so ein bisschen krass aus. Wenn einfach so eine Feuerwand aus seinem Mull rauskommt. Ja, er hat ja auch Fell. Das ist noch krasser. Also wenn das visualisiert werden würde. Meine Käfer-Pokémon. Alle verbrannt. Alle von Glurak weggepreckt. Oh, an dir komme ich vorbei. Aus. Oh, oh, dreh dich nicht um. Ja! Du hast es geschafft. Oh, zum ersten Mal. Doch, hier komme ich längs. Oh, Junge, ich bin so krass. Route 10. Route 10. Und ja. Was? Ja, das war. Ich hab dich verarscht. Ich guck einmal hier rein. Bitte. Okay. Seltenes Pokémon. Irgendwas richtig Seltenes. Ritter! Ui! Ja! Ja, haben wir ja leider, ne? Ja, warte. Ich nehm Pilzfresse. Der müsste das doch schaffen. Ja, aber warum? Warum gehst du jetzt ein Risiko ein? Ja, aber ich muss hier noch runterhauen. Wir haben Rettern. Au! Oh! Tschüss! Das steht doch da, das ist ein Pokéball. Ja, habe ich nicht. Ist mir nie aufgefallen. Oh! Pokémon Center, ja. Für Flammenwurf? Ja? Hallo? Süß. Hallo? Hallo? Ah, hi! Schön, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Paluten. Ich bin der weltbeste Pokémon-Trainer. Wollen Sie meine Freundin sein? Der Bestseller-Autor? Nein. Sind Sie es? Ich bin der andere. Ich bin der. Der Patrick Meyer aus der E-Sport-Szene? Ja, genau der. Wollen Sie mit mir vielleicht mal eine Runde zocken? Hallo?
Die kann mich doch... Die kann mich doch nicht anspucken. Alter, die hat die angespuckt. Ja, toll. Alter, Mann, Alter. Mann, nee, hier mache ich Zerschneider. Ja, schleicht dich dran vorbei. So. Du hättest aber auch direkt da hochgekommen. Bist du da überhaupt rein? Ja, ne? Ja, ich denke schon. Dass ach! Umleitung, weißt du, wo wir dann raus... Ja, wir kommen dann bei Dingens raus, bei dem komischen Gruseldorf. Ah, mit dieser strangen Musik, oder nicht? Ja. Oh. Oh nein. Menjel. Ach nein! Menjel, hier ist dunkel. Haben wir Blitz? Nein. Ja, wir haben Blitz, doch. Ach, mit Pika? Oder? Aber das ist doch kein richtiger Blitz, Nee, guck mal bei TM rein, vielleicht geht das. Okay, erstmal kriegt der mega in die Fresse. Es tut, wow. I'm impressed. So, okay. Ja. Yeah. Scheiße! Was? Aber müssten wir vielleicht zur dritten? Warte mal, TM Blitz. Ach man, dieser blöde Blitz. Leute, das war's mit der heutigen Folge von Pokémon Feuerrot. Lasst eine Bewertung da, schaut bei German Let's Play vorbei. Und dann wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.